Derby Time! Herzlich willkommen zum Vorbericht, zum Warm-up auf das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel in Dortmund unseres VfL. Das kleine Revierderby steht an. Ja, so sehen es sicherlich die Dortmunder. Für uns ist das natürlich ein absolutes Highlightspiel, einer der Saisonhöhepunkte. Wenngleich ich auch davon überzeugt bin, kleines Revierderby hin oder her, dass auch die Dortmunder viel lieber 10.000 Bochumer bei sich empfangen als 300 Hoffenheimer. Genauso wie, dass die Dortmunder in der Saison viel lieber zu uns ins Ruhrstadion mal um die Ecke fahren als mehrere hundert Kilometer irgendwo nach Wolfsburg. Ja. Und damit wir beim Stichwort, die Zuschauer, über 8.100 Tickets sind unsererseits abgesetzt worden. Das gesamte Kontingent ist also ausgeschöpft worden. Ich rechne und gehe fest davon aus, dass auch auf den neutralen Tribünen sich irgendwo 2.000 bis 3.000 Bochumer noch einnisten werden, die anderweitig an Karten gekommen sind, sodass wir da mit 10.000, 11.000 Bochumern sicherlich am Samstag zu rechnen sein wird und wir auf jeden Fall ein absolutes Saison-Highlight vor uns haben. Ansonsten, was gibt es im Vorfeld noch so zu berichten? Kleiner Tipp von mir. Im aktuellen Elf-Freunde-Magazin hier in der Ausgabe gibt es ein Doppelinterview von Sebastian Schinzelotz und Ilja Kenzig. Dort äußern sie sich zu den letzten Ereignissen oder den jüngsten Ereignissen und den aktuellen Entwicklungen. Schauen so ein bisschen voraus. Also, wer daran interessiert ist, kann sich das Elf-Freunde-Magazin zulegen, diese Ausgabe zumindest, oder aber vielleicht irgendwo im Presseshop mal zwischen Tür und Angel das Interview einfach mal lesen. Ja, so, das dazu. Lasst uns direkt zum auf das kommende Spiel kommen. Wir sehen hier einmal kurz nochmal eure Tipps. Ja, deutlich verhaltener als sonst. Ja, wesentlich pessimistischer, aber natürlich, es erwartet auch am Samstag eine absolute Spitzenmannschaft, dazu auch noch auswärts. Ja, von daher ist es doch natürlich klar, dass wir hier der absolute Außenseiter sind. Kommen wir zu Borussia Dortmund, zu unserem kommenden Gegner. Also hier ein paar Informationen rund um den BVB aus der laufenden Saison. Und ja, klar, was gibt es sonst in Dortmund zu sagen? Eine absolute Spitzenmannschaft natürlich in jeglicher Hinsicht, in jeglichen Belangen. Diese Saison hinken sie nichtsdestotrotz den Erwartungen sicherlich ein wenig zurück. Denn gerade in den Pokalwettbewerben, da sind sie viel zu früh ausgeschieden, ja. In die Champions-League-Gruppe war definitiv machbar, da hätte man das Achtelfinale erreichen können. Noch peinlicher ist es dann in der Europa League gewesen, das Ausscheiden gegen die Glasgow Rangers und auch gegen St. Pauli, ich glaube im Pokal, im DFB-Pokal, das Ausscheiden auch auf jeden Fall blamabel. Da sind sicherlich ganz andere Erwartungen an die Dortmunder gestellt, als in dieser Saison. Nur dieses Liga-Abschneiden im Prinzip, ja, was akzeptabel ist. Und ansonsten, ja, ihr habt die gerade so ein bisschen die Fakten zu Borussia Dortmund gesehen. Natürlich sehr imposant in den meisten Bereichen quasi, die hinter den Bayern die zweitbesten Werte, so kann man das eigentlich so durchdeklinieren. Ein Schwachpunkt sicherlich die Defensive, denn die Dortmunder haben erstaunlicherweise nach 31 Spielen ein Gegentor mehr als wir sogar. Ja, also wir haben sogar die um ein Tor bessere Abwehr nach 31 Spielen. Und das zeigt natürlich, dass sie irgendwo auch verwundbar sind. Ja, wenn man sie entsprechend auch angreift, wenn man sie unter Druck setzt, ja, und zu Fehlern zwingt, ist auf jeden Fall etwas drin. Ansonsten, was gibt es noch zum Borussia Dortmund zu sagen? Relativ viele Ausfälle haben sie momentan. Es ist jetzt auch im Hinblick auf das Spiel am Samstag, muss ja schwierig zu prognostizieren, wer tatsächlich alles da ist. Die Liste ist wirklich elend lang. Da sollte man vielleicht auch mal so ein bisschen in der medizinischen Abteilung intern mal rumforschen, ob da auch die Prozesse alle so sind, wie sie sein sollen. Das ist schon wirklich sehr auffällig. Das soll uns hier aber nicht allzu sehr beschäftigen. So viel eigentlich vorab zu Borussia Dortmund. Wir werden ja sehen, mit wem sie da auflaufen. So oder so. Auch wenn sie viele Ausfälle haben, niemand hier braucht sich großartige Hoffnungen machen, dass die dort mit der Amateurmannschaft auflaufen werden. Ja? Also selbst trotz der Ausfälle, die Elf, die dort auflaufen wird, wird trotzdem noch genug Qualität haben, um dort einen gepflegten Ball zu spielen. Ja? Dafür ist dieser Kader einfach in der Breite viel zu gut aufgestellt. Und hier die Statistik, so sieht es aus in der Bundesliga, naturgemäß in Dortmund erheblich schlechter als bei uns. In Dortmund haben wir viel, viel weniger gerissen, da haben wir auch zuletzt 1998 gewonnen, ne? Mit Darren Buckley, das 1:0 dort damals noch gemacht. Danach haben wir, glaube ich,
Ein oder zwei Unentschieden, meine ich, haben wir geholt, aber ansonsten war dort relativ schnell und früh die Messe für uns gelesen. Da haben wir uns aus meiner Sicht, wenn ich das so zurückblicke, auch recht häufig von der Atmosphäre irgendwie beeindrucken lassen. Und bis wir dann so richtig im Spiel gewesen sind, ja, war das Spiel dann meistens auch schon rum. Schauen wir also, was es dann entsprechend am Wochenende gibt. Lasst uns zu uns kommen. Unsere Aufstellung wie folgt. Also die Pressekonferenz ist abgehalten worden. Klar ist, dass Danilo Soares ausfällt. Das ist natürlich mega bitter, vor allen Dingen auch, weil Stafylidis jetzt rot gesperrt auch nicht kann. Somit müssen wir auf der linken Verteidigerposition improvisieren. Es gibt eigentlich nur zwei Alternativen. Alternative A ist, man zieht Maxim Leitsch aus der Innenverteidigung raus auf links, ja, und würde Masovic reinbringen. Alternative B wäre, mit Herbert Bockhorn auf links anzufangen. Dafür könnte Leitsch drin bleiben. Ich persönlich habe mich jetzt dafür entschieden, Leitsch auf links zu ziehen. Zum einen ist Leitsch Linksfuß, kennt diese Position, ja, auch wenn er sie jetzt länger nicht gespielt hat. Zum anderen, vor allen Dingen, ist er aber auch, was die Spielpraxis angeht, voll im Saft, ja. Ist absoluter Stammspieler. Deswegen für ein Spiel würde ich ihn dort rausrotieren lassen. Und auch wenn wir dadurch die Innenverteidigung ja quasi auseinanderreißen müssen für das eine Spiel, ich fühle mich damit wohler, als wenn ich jetzt Bockhorn auf links spielen lasse, der ohnehin kaum zuletzt gespielt hat und wenn er denn gespielt hat, mich auch überhaupt gar nicht überzeugt hat. Also da muss ich auch sagen, in der Bundesliga fehlt es mir da einfach auch ein bisschen etwas. Das habe ich in der Kaderplanung ja auch schon gesagt. Deswegen, ich fühle mich mit der Variante wohler. Ansonsten rechne ich damit, dass im Mittelfeld nicht viel passieren wird. Ich würde Osterhage drin lassen, ja, gerade auch mit der Dortmunder Vergangenheit dürfte das für den jungen Patrick Osterhage auch ein absolutes Highlight-Spiel sein. Er dürfte bis an die Zehenspitzen motiviert sein, ja, auch wenn er in der ersten Mannschaft da keine Rolle gespielt hat, aber natürlich kennt man sich dort und ist, denke ich, ein großes Erlebnis. Deswegen würde ich ihn hier dem Vorzug vor Löwen oder auch Pantovic geben, ja, Redzepi, Löwen, Lucia sind für mich klar. Interessant sind die Außen. Also ich habe mich jetzt hier für Blum und Zoller entschieden. Ich denke, hier vorne wird ein bisschen rumrotiert werden. Polter dürfte in die erste Elf zurückkehren. Ich habe jetzt Zoller auf rechts aufgestellt und Blum auf links. Ja, wäre eine Option. Genauso gut aber könnte natürlich auch Antwi Ajay auflaufen. Asano könnte auflaufen. Aber ich denke schon, dass wir hier Veränderungen sehen werden. Gerade nach den letzten beiden Auftritten, die ja jetzt alles andere als gut gewesen sind, könnte man eigentlich jedem dort eine kleine Pause gönnen. Ja, das sind so meine ja, Aufstellungsgedanken und mein Aufstellungsvorschlag. Ich würde mich so entscheiden. Ich sehe das Training natürlich unter der Woche nicht. Deswegen ist natürlich der Trainer dort derjenige, der den viel besseren Blick hat. Wie sind eure Meinungen? Wie würdet ihr aufstellen? Ja, vom Gefühl her, wen würdet ihr eher auf der Bank lassen? Wen würdet ihr drin lassen? Schreibt es mal unten, weil ich glaube, jetzt gerade vor dem Dortmund-Spiel könnte es zu der einen oder anderen Überraschung auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, vor allem vor dem Hintergrund der zuletzt schwachen Auftritte von uns. Ansonsten die Erwartungshaltung. Also, ja, was gibt es eigentlich zu sagen von meiner Seite aus? Ja, wenn wir ganz ehrlich und realistisch sind, wenn das Spiel natürlich seinen ganz normalen Verlauf nimmt, haben wir da am Wochenende nicht viel zu bestellen, ja. Allerdings haben die Dortmunder natürlich auch relativ viele Ausfälle. Es könnte schon sein, dass man natürlich so ein bisschen hier und dort gezwungen ist, auf einigen Positionen auch Spieler oder jüngere Spieler aufzustellen, die auch noch nicht so die Spielpraxis haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, wie schon erwähnt, für die Dortmunder, die Saison ist auch gelaufen, ja, nach letztem Wochenende. Sie haben eine ähnliche Situation wie wir. Sie haben nach oben geht nichts mehr. Und nach unten hin auf Platz 3 haben sie 8 Punkte Vorsprung. Die Champions League Qualifikation ist gesichert. Also rein sportlich gesehen gibt es eigentlich nichts mehr, wofür man sich da großartig reinhängen könnte, ja, oder motivieren könnte, sagen wir es mal so. Vielleicht ist mit einem leichteren Spannungsabfall bei den Dortmundern auch zu rechnen. Ja, das wäre natürlich uns wünschenswert. Gleichzeitig wird man sich vor 80.000 im kleinen Derby gegen den Nachbar ja auch nicht die Blöße geben wollen, ja. Aber das sind so ein bisschen meine Gedanken, so meine Hoffnungen, wo ich sage, ah, guck mal, wenn dann vielleicht könnte dann so irgendwie etwas gehen, ja, dass wir da vielleicht so einen kleinen Sommerkick erleben, ja, am Ende uns mit einem 1:1 oder so wie im Hinspiel trennen und beide können damit sehr gut leben, ja. Wie gesagt, das sind so ein bisschen die Hoffnungen meinerseits. Ansonsten, wenn der BVB andererseits
Spaß am Fußball hat, den Spaß findet, wir ihm den Spaß auch irgendwie dann zulassen, ja, könnte es natürlich auch schnell sehr übel werden. Das haben wir ja vor 2 Wochen gesehen, als der andere VfL Wolfsburg dort zur Halbzeit baden gegangen ist. Das könnte uns nämlich auch blühen, wenn wir dort entsprechend an die Auftritte der letzten, insbesondere 2 Spiele anknüpfen. Ja, das ist dann unausweichlich, dass es dann so enden wird. Deswegen gilt es auf jeden Fall jetzt wieder am Samstag ein ganz anderes Gesicht zu zeigen, ein ganz anderes Auftreten an den Tag zu legen, ja, um dort zumindest ein akzeptables Ergebnis einfach rauszuholen. So, so sehe ich das also. Ich bin natürlich im Stadion am Samstag, wenn auch der Südkurve näher als der Nord. Das ist ja Wahnsinn, ja. Also sitze ich da quasi inkognito und drücke die Daumen und hoffe natürlich, dass, wenn das Tor fällt, bin ich dann der Einzige, der da aufsteht, ja. Und wie gesagt, dann sehen wir uns, lange Rede, kurzer Sinn, zur Couch-Analyse nach dem Spiel, ja, wieder am Samstag. Wer mag, seppt hier rein und dann gucken wir einfach mal, wie das Spiel gelaufen ist und worüber es sich dann wieder lohnt zu diskutieren. Ich wünsche euch einen guten Start schon mal jetzt ins Wochenende und wir hören uns dann, wer mag, zumindest am Samstag zur Couch-Analyse. Bis dahin, tschüss!